Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, das ich bei Wish bestellt habe. Ich habe mir 4 Steckdosen bestellt, die man mit dem WLAN verbinden kann. Ja, mit diesen Steckdosen kann man dann seine Lampen oder sonst irgendwelche Geräte, die mit Strom laufen, per Handy steuern. Und ja, ich zeige euch das Ganze mal. Also so kam das Paket an. Ihr seht, es kommt von Guangdong in China. Ja. Und hier auf der Rückseite seht ihr noch, dass es abgabefrei ist, also ich musste keine Zollgebühren zahlen. Hier steht, was drin ist, also Sockets, das sind eben die Stecker. Und ja, abgeschickt wurde es am 22.11.2018. Und heute ist erst der 29. Das heißt, es brauchte nur 8 Tage, bis es hier war, nicht einmal. Und ja, ich packe jetzt das Ganze mal aus. Das Ganze kam in so einer Schachtel an. Smart Plug, seht ihr es? Geht mit Android, iOS, dann mit WLAN, Amazon Echo oder Google Home. Ich zeige euch jetzt das Ganze mal. Hier zuerst hat es eine schöne Anleitung oben drin, dass man sieht, wie man das Ganze einrichten muss. Ist halt auf Englisch, aber das kann man ja auch auf den Google-Übersetzer eingeben. Dann sieht man es auf Deutsch. Und jetzt hier zum eigentlichen Produkt. Ja, diese sind so in einem Karton eigentlich so reingesteckt. So, das sind die 4 Stecker. Ich nehme mal einen raus und zeige ihn euch. Ja, also die Stecker hier sind eigentlich sehr gut verarbeitet. Hier ist der Ein- und Ausschaltknopf. Dann hier solche Ableiter-Plättchen halt. Dann hier. Es ist Elelight, also das ist wahrscheinlich die Firma, die hergestellt hat. Und ja, eigentlich vom Design her sehen diese ganz gut aus. Ja, also zum mit dem WLAN verbinden zu Hause müsst ihr es einfach an der Steckdose einstecken, dann einmal drücken hier zum Einschalten. Und nachher, sobald es eingeschaltet hat, müsst ihr lange, also circa 5 Sekunden auf diesen Knopf drücken und dann den Knopf wieder loslassen. Dann sollte es automatisch mit eurem WLAN verbinden. Und ja. Ja, das war's eigentlich auch schon mit dieser kurzen Produktvorstellung. Hier seht ihr einfach noch, wie viel Volt das Ganze braucht. Also man kann es verwenden zwischen 90 und 250 Volt. Dann 10 Ampere gehen raus oder 250 Volt maximal. Wireless-Frequenz seht ihr auch. Dann, es funktioniert von minus 10 Grad bis 45 Grad. Und
Ja, die Dimensionen seht ihr auch noch. Da heißt 6 cm mal 6 cm mal 5,4 cm. Das ist eben diese Größe vom Stecker. Und ja, hier seht ihr auch noch, wie ihr es installiert. Also wir müssen es in eine Steckdose einstecken. Dann müssen wir die App mit diesem QR-Code herunterladen. Und nachher kann man die App öffnen und auf Plus drücken. Und dann kann man das Gerät hinzufügen in der App. Und mit dieser App kann man eben dann die Geräte, die man an dieser Steckdose ansteckt, steuern. Ja, Leute, das war's auch schon jetzt von dieser kurzen Produktvorstellung von Wish. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch kurz einen Daumen hoch und abonniert auch meinen Kanal. Denn so zeigt ihr mir, dass dieses Video euch gefällt und dass ich noch weitere Videos machen soll. Zum Beispiel eben wieder über Produktvorstellungen von Wish oder sonstigen Online-Shops. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr euch für Videos wünscht. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.